Zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir gucken uns heute mal das Thema Arrays an, vor allem aus der Perspektive von Java. Warum ist es wichtig? Weil Java eine kompilierte Programmiersprache ist und bei kompilierten Programmiersprachen gibt es da so ein paar Eigenheiten bezüglich Arrays die unterscheiden sich da in manchen Punkten durchaus massiv von interpretierten, also Skriptsprachen, und deswegen hier der Hinweis. Ich werde an der einen oder anderen Stelle noch einen kurzen Kommentar zu den interpretierten Sprachen geben, damit man weiß, an welcher Stelle das jetzt durchaus von Interesse ist. Sehen wir uns mal folgende Situation an. Wir haben ein Taxiunternehmen oder ein Taxi und dieses Taxi kann Passagiere mitnehmen. In dem Fall wären das jetzt drei Passagiere und wir wollen das Ganze in Variablen festhalten. Also wo sitzt wer? Und das könnte man dazu realisieren. Wir könnten drei Variablen deklarieren, jeweils String-Variablen, vorne rechts, hinten links. Und dann gibt es halt irgendeine Input-Methode, wo man dann entsprechend eingibt, wer denn da sitzt. So, aus Sicht eines Taxifahrers mit einem Fahrzeug für drei Passagiere ist es ja noch in irgendeiner Form nachvollziehbar. Wenn wir allerdings das Ganze aus Sicht eines Busunternehmers machen, wo wir jetzt hier in dem Fall 13 mal 4, also 52 Sitzplätze haben, dann ist es schon schwieriger. Also wir könnten die erste Reihe, das wäre noch einigermaßen okay, ja, vier so Variablen zu deklarieren, kann man machen. Aber wenn man das Ganze jetzt für alle 52 macht, dann sehen wir schon, ja, rein vom Gefühl her, das muss irgendwie effizienter gehen. Und hier gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, das Ganze effizienter zu gestalten. Und zwar immer, wenn wir viele gleichartige Daten haben. Und für statisch typisierte, und meistens gilt das für die kompilierten Programmiersprachen, für statisch typisierte Sprachen bedeutet gleichartig auch vom gleichen Datentyp. Bei Skriptsprachen ist es anders, da kann man lustig irgendwelche Datentypen zusammenschmeißen in statisch typisierten eben nicht. Also immer wenn wir sowas haben, dann können wir eben etwas eleganteres machen. Und zwar diesen gesamten Code mit diesen 52 Zeilen kann ich jetzt hier in, ja, streng genommen 3 Zeilen abhaken. Und das Ganze geht eben, weil wir ein Array nutzen. Ein Array ist dafür da, gleichartige Daten zusammenzufassen. So, wie sieht es aus? Ganz am Anfang steht der Datentyp, kennen wir ja, und hier ergänzen wir jetzt den Datentypen mit diesen beiden eckigen Klammern. Das Ganze hat man von C im Wesentlichen abgekupfert, das heißt alle Programmiersprachen, die sich an C orientieren, haben hier einen ähnlichen Syntax. So, und mit diesen eckigen Klammern sage ich jetzt, ja, ich möchte kein String, sondern ein String Array haben. Und vor diesen eckigen Klammern kann ich jeden primitiven oder zusammengesetzten Datentyp setzen. Also in Java wäre das tatsächlich jede erdenkliche Klasse oder alle denkbaren primitiven Datentypen, wie jetzt Integer oder Double oder sowas. So, dann ist auch wichtig, dass wir der Array-Variablen jetzt das Array nicht einfach zuweisen, sondern in Java müssen wir new reinschreiben. New erzeugt mir ein Array-Objekt. Wir werden gleich noch eine Alternative sehen, wie wir ein vorinitialisiertes Array-Objekt erzeugen. In dem Fall haben wir ein neues leeres Array-Objekt, wenn man so haben möchte. Und wichtig ist eben, in Java sind Arrays immer Objekte, weil Java ja nur primitive Datentypen oder eben Objekte / Klassen kennt. Dann ist das der Datentyp für das Array-Objekt. Das heißt, wir haben einen Datentyp für die Variable, das ist ganz links das String, und das eigentliche Objekt ist eben dann hier, was eben nach dem new steht. Und hier darf ich jedes Objekt, das gleich dem Variablentyp ganz links oder ein Nachfahre davon ist. Das Ganze hängt schlichtweg mit den Typecast-Regeln für Klassen zusammen. Und wer da nochmal sich das genauer anschauen will, guckt sich einfach die Videoreihe zu dem Thema Objektorientierung an. Da habe ich das Ganze dann nochmal dargestellt. So, dann ist jetzt die Frage die Array-Größe.
Die schreibe ich jetzt hier rein mit 52, auch in eckigen Klammern. Und damit habe ich jetzt in dieser Zeile ein neues String Array der Größe 52, also wo ich 52 Array-Positionen habe, also 52 verschiedene Strings reintragen kann. Und das Ganze habe ich jetzt in die Variable namens Sitz reingepackt, die wiederum vom Datentyp String Array ist. So, das wäre diese Zeile. Wichtig ist, dass wenn ich in Java, und das ist eben wieder so eine Sache der kompilierten Programmiersprachen, wenn ich in Java einmal die Größe des Arrays festgelegt habe, dann kann ich sie nicht mehr ändern. Das hat im Prinzip Performancegründe, dass die Arrays hier relativ unflexibel sind. Wir werden uns nachher noch ein paar flexiblere Möglichkeiten anschauen, aber der Grund, warum das ist, ist schlichtweg, wenn ich ein Array erzeuge, muss ich mir im Speicher einen zusammenhängenden Datenbereich suchen und wenn ich den einmal gefunden habe, kann ich ihn nicht mehr ändern. Wie gesagt, gilt für kompilierte Programmiersprachen oder für die allermeisten kompilierten Programmiersprachen. Bei Skriptsprachen wie JavaScript gibt es da eben nicht diese Einschränkung. Da kann man mit einer Funktion, die meistens Splice heißt, dann eben nachträglich noch rumfuhrwerken in diesem Array. So, dann, was auch wichtig ist, gerade bei Vorschleifen, also bei Zählschleifen streng genommen, wo ich auf sämtliche Elemente des Arrays dann zugreifen möchte, brauche ich natürlich die Länge des Arrays, weil ich eben alle Positionen abklappern möchte. Und in Java ist es Punkt Length und in anderen Programmiersprachen heißt es halt dann anders, aber das findet man dann raus. Und damit weiß ich, wie groß das Array ist und kann eben alle Array-Positionen entsprechend abgreifen. Und der Zugriff läuft jetzt einigermaßen ja, logisch, indem ich sage, ja, ich möchte jetzt an eine Position vom Array zugreifen und da nutze ich jetzt wieder die eckigen Klammern und mit der Laufvariable i gehe ich jetzt von 0 bis eben zur Länge streng genommen minus 1. Also wichtig ist, bei den Arrays ist es so, dass die vorderste Position die 0 ist und damit ist die letzte Position die Länge minus 1. Und deswegen funktioniert es auch mit dieser Zählschleife, dass wir mit 0 initialisieren und i kleiner Sitzpunkt längs sein muss, weil sobald ich auf die Länge gehe, also solange, wenn ich jetzt angenommen, ich habe hier das Array mit der Größe 52 und ich versuche auf die Position 52 zuzugreifen, dann gibt es eine Index Out of Bound Exception, weil die letzte Position ist nicht die 52, sondern die 51, weil die erste Position nicht die 1, sondern die 0 ist. Also es verschiebt sich sozusagen um 1 in Richtung 0. Gut, jetzt können wir auch ein Array erzeugen mit Vorbelegungen, indem ich jetzt hier eine geschweifte Klammer zuweise und hier dann einfach diese Werte Komma separiert hier reinpacken. Also das wäre jetzt eine Vorab-Initialisierung eines Arrays und damit habe ich die Größe auch festgestellt, weil eben der Compiler zählen kann und dann weiß er eben, wie groß das Array ist. Und damit habe ich hier jetzt wieder ein ganz normales Array, als hätte ich es mit dem New-Operator erzeugt und dann eben danach eben diese 3, 10, 14 und so weiter dann nachträglich reingeschrieben. Also das wäre jetzt eine weitere Möglichkeit, ein Array zu erzeugen. Und das, was ich dann habe, ist wie gesagt identisch wie mit der anderen Erzeugungsweise. Das heißt, auch eine For-Each-Schleife würde jetzt sowohl diesem Array mit den Lottozahlen, aber auch mit dem Beispiel von vorhin mit den Sätzen funktionieren. Und zwar ist es jetzt so, dass ich hier jetzt keine Zählvariable mehr habe, sondern eine Variable, in der bei jedem Durchlauf der nächste Wert des Arrays eingetragen wird. Das heißt, in der Variable Int-Zahl wird beim ersten Durchlauf die 3 eingetragen, beim zweiten die 10, dann die 14, dann die 17 und so weiter. Und so könnten wir das Ganze dann ausgeben. Wichtig ist bei dieser Struktur, dass wir hier nur lesbar auf diese Zahl zugreifen können. Was im Prinzip passiert ist, dass die 3 als Wert in die Variable Zahl hinein kopiert wird. Also das können wir uns vorstellen wie ein Unterprogrammaufruf. Und das bedeutet, dass Sie jetzt auch wissen müssen, ja, ob
wir hier von normalen Variablen oder von Referenzvariablen sprechen. Ich werde in der Tat vermutlich beim nächsten Video mal auf dieses Thema Referenzvariablen eingehen und da sehen wir dann auch, wie das bei den Unterprogrammaufrufen läuft und somit auch bei dieser For-Each-Schleife, wo wir eben genau die gleiche Situation haben. Aber das können wir uns gleich noch im Code ein bisschen anschauen, was das eben bedeutet. Also wichtig ist, wir können hier nur lesbar auf diese Variable zugreifen oder auf die Position in dem Array zugreifen und wir können sie nicht verändern. Schauen wir uns das jetzt hier mal an. Ich habe jetzt hier ganz normal die Schleife wie vorher auch, aber ich habe jetzt hier was eingefügt und zwar, ich überschreibe einfach den Wert in der Variable Zahl. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt in der nächsten Zeile einfach hier mal draufgehe und mir einfach irgendeine Position anschaue, steckt dort jetzt in der Position 1 jetzt die 10 noch drin oder hat diese Überschreibung stattgefunden mit der 0? Und wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, ist zu erwarten, dass die 10 noch drin steckt, dass quasi wir in der Variable Zahl lediglich eine Kopie der 10 drin hatten und wir haben die Kopie überschrieben. Das heißt, das Original müsste noch drin stehen und wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir tatsächlich, dass hier noch der ursprüngliche Wert 10 und nicht die 0 drin steckt. Ja, also diese For-Each-Schleifen dienen zumindest bei primitiven Datentypen hauptsächlich dafür, die Werte auszulesen, nicht zu verändern. Wenn ich wirklich die Werte verändern möchte, dann muss ich streng genommen eine normale Zählschleife realisieren, wie wir sie ganz am Anfang gesehen haben. Und dann kann ich Lottozahlen, eckige Klammer auf, 1, eckige Klammer zu ist gleich 0. Dann würde eben auch in dem Array anstatt der 10 die 0 wieder drinstehen. Oder nicht wieder, sondern drinstehen. Gut, jetzt ist noch eine Sache wichtig. Was steckt denn, wenn ich also nicht mit einer initialen Belegung, sondern mit diesem New-Operator, wie wir es hier oben haben, was steckt denn in den Positionen eigentlich drin? Also mit der geschweiften Klammer wissen wir legen fest, was in den einzelnen Array-Positionen drin steckt. Wenn wir aber mit New arbeiten und sagen, ich hätte gerne ein Array mit der Größe 4, ja, was passiert dann? Was steckt in den einzelnen Positionen drin? Und da hilft eine Vorstellung ganz gut. Und zwar ein Array können wir uns vorstellen wie ja, so eine Art Aktenschrank, wo wir für jede Array-Position eine Schublade haben. Wenn ich jetzt hier in der Position 1 einen String reinpacke, dann packe ich diesen String tatsächlich in die Schublade mit der Position 1. Ja, sagen wir, die oberste ist die 0, dann kommt die 1 und so weiter. Das kommt jetzt hier rein und jetzt gebe ich das Ganze aus. Ja, also in der nächsten Zeile sage ich jetzt System Out Print Line, dieses Blumengießen an der Position 1. Was ist da drin? Und dann holt er halt wieder das Ding raus und gibt mir halt dieses Montag. Okay, soweit, so gut. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt auf eine Position zugreife, nämlich die Position 2, wo ich ja noch nichts reingelegt habe. Ich habe nur eine Position 1 den Montag reingelegt. Was kommt denn da raus? Das heißt, an der Position 2, ja, da habe ich nichts reingelegt. Also kommt auch null raus. Das heißt, wenn nichts drin ist, kriege ich die null. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, null ist ja ein Zustand, der nur in Java bei Variablen von Objekten realisierbar ist, also nur bei Referenzvariablen sozusagen. Und bei primitiven Datentypen gibt es den Zustand null gar nicht. Also haben die Java-Macher sich was überlegt, die haben gesagt, ja, wenn ich ein Array erzeuge, ohne dass ich Werte hineinlege, dann ist null immer bei allen Objekt-Arrays und null bzw. false, also false natürlich bei Boolean, bei allen primitiven Datentypen. Ja, also bei Byte, Short, Int, Long, Double Float steht null drin. Auch bei Character steht null drin. Das ist halt dann der Character an der ASCII-Position 0. Und genau, und dementsprechend kriege ich das dann als Initialwert. So, die Arrays, die wir bis jetzt hatten, waren
Eindimensional, also eindimensionale Listen. Und die Frage ist, kann man denn vielleicht mehrdimensionale Arrays bauen? Also dazu ist jetzt folgende Überlegung wieder wichtig. Wir haben ja gesagt, so ein Array können wir uns wie so einen Aktenschrank vorstellen. Und die Frage ist, wenn ich denn wirklich alle Objekte oder alle Klassentypen in so einen Aktenschrank reinlegen kann, was passiert denn, wenn ich in einen Aktenschrank einen, ja, Aktenschrank reinlege? Das heißt, ich habe jetzt hier einen Aktenschrank mit vier Schubladen und dort lege ich jetzt in die Schublade oder vielleicht in alle Schubläden wieder einen kleinen Aktenschrank mit drei Schubläden rein. Ja, also so von der Idee her. Und genau das können wir tatsächlich mit Arrays auch machen. Und zwar, wir haben jetzt hier unseren äußeren Schubladenschrank, ja, den Aktenschrank mit vier Schubläden. Und ich sage jetzt, ich würde jetzt gerne noch dort innen rein einen Array-Schrank mit drei Schubläden legen. Und damit habe ich jetzt ein zweidimensionales Array geschaffen. Ja, also ich habe jetzt hier die bei der Variable vorne links, eben bei der Variablendefinition, habe ich jetzt String Array von Array reingepackt. Ja, und bei New Integer habe ich jetzt auch ein Array der Größe 4 und dort lege ich ein Array der Größe 3 hinein. Und damit habe ich jetzt ein mehrdimensionales Array geschaffen. Und das Ganze können wir jetzt eben auch so verarbeiten. Machen wir mal ein anderes Bild. Also dieser Aktenschrank von Aktenschrank ist relativ wichtig, aber so wie ich das Array jetzt aufgebaut habe, hilft vielleicht das hier an der Stelle weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach so eine Matrix geschaffen und an dieser Matrix kann ich jetzt sagen, ja, ich habe jetzt Zeilen und Spalten. So. Was heißt es jetzt? Ich habe jetzt hier in der nullten Dimension, in der vordersten Dimension, die 4. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Array 4 Zeilen geschaffen. Und hier habe ich jetzt drei Spalten. So sieht das Array jetzt aus. Ich habe jetzt das Array mit X und Y benannt, weil wir eben gewohnt sind, mit X und Y zu arbeiten. Aber hier noch eine kleine Warnung. Das ist jetzt nur für die Adressierung des Arrays. Also das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt XY Werte habe, dass ich das so ablegen möchte. Das macht man normalerweise etwas anders. Und zwar, da würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt angenommen, wir haben Punkte. Jeder Punkt hat, sagen wir mal, drei Koordinaten, X, Y und Z. Dann würde ich für jede Zeile einen Punkt definieren. Und in der nullten Spalte würde ich die X-Koordinate reinschreiben, in der ersten die Y und in der zweiten die Z-Koordinate. Also da muss man einfach sich immer genau überlegen, was möchte ich denn abbilden. Aber das heißt, was ich jetzt hier mache mit X und Y, sind rein die Adressen in dem Array und nicht irgendwelche Punkte, die ich in der realen Welt adressieren möchte. Das nur nebenbei. Da muss man eben sich vorab einfach Gedanken machen. So. Also, ich habe jetzt hier mein Array abgebildet in dieser Grafik und jetzt kann ich drauf zugreifen. Das heißt, hier habe ich jetzt die Größe der äußeren Dimension, deswegen for int y ist gleich 0, y kleiner Sitzpunkt length. Das wäre jetzt ein Kleinbus sozusagen mit drei Sitzen pro Reihe und vier Reihen. Ja, also, das heißt, ich habe jetzt hier vier Reihen. Und dann bin ich hier der inneren Dimension, das wäre Sitzpunkt Längs, das würde ich jetzt hier die 3 rausbekommen. Ja? Um an die Länge der einzelnen Zeilen oder an die Breite der einzelnen Zeilen zu kommen, muss ich jetzt sagen, ich mache meine aktuelle Schublade auf, das wäre Sitz von Y, also im ersten Durchgang wäre die Y0. Das heißt, ich mache die nullte Schublade auf. Hol dort diesen kleinen Aktenschrank raus und bei diesem kleinen Aktenschrank hole ich mir jetzt die Länge raus. Ja? Also deswegen ist dieses Bild, dass ein mehrdimensionales Array ein Aktenschrank von Aktenschränken ist, eigentlich ganz praktisch, weil genau das tue ich hier. Ja, also nochmal, Sitz Y macht die Schublade auf an der Position Y.
hole das da raus, was da drin ist. Und das, was da drin ist, ist jetzt in dem Fall wieder ein kleines Array. Und dort habe ich jetzt hier mit Punkt Length die Möglichkeit, die Länge dieses Arrays festzustellen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir können nicht garantieren, dass in jeder Schublade des äußeren Schranks, also in jeder Zeile, ein Array der Länge 3 drin ist. Es könnte theoretisch sein, und das gucken wir uns gleich an, dass ich in einer Schublade ein Array, ein kleineres Array drin habe, das jetzt die Länge 2 oder 1 oder 5 oder so, irgendeine andere Zahl habe. Das heißt, es ist immer eine gute Idee, die Länge des inneren Arrays genau an der Position rauszuholen, wo ich sie denn habe. Gut, und der Zugriff läuft jetzt, ja, nicht überraschend, dass ich einfach sage, eckige Klammer auf, Y, eckige Klammer zu und dann nochmal eckige Klammer auf, X, eckige Klammer zu. Und damit habe ich den Zugriff auf den einzelnen Wert. Bei unserem großen Bus würde das jetzt eben genauso aussehen. Das heißt, ich habe hier 13 Reihen, A4 Einzelsitze. Das heißt, ich hätte jetzt ein Array, wo ich in der ersten eckigen Klammer 13 stehen hätte und in der zweiten dann die 4. Und damit hätte ich ein, wäre sozusagen der große Aktenschrank, der hätte 13 Schubläden und jeder kleine innen drin dann 4. Jetzt gibt es allerdings ein kleines Problem bei Bussen. Und das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass es möglich ist. Und zwar diese letzte Reihe sieht bei einem Reisebus eben nicht genau so aus, sondern so. Das heißt, ich habe bei einem Reisebus nicht immer die gleiche Anzahl der Sitze. Und genau hier kommt jetzt diese Geschichte rein, dass ich sage, ja, wenn ein Array, ein zweidimensionales Array, ein Arrays von Arrays ist, dann kann ich auch in die einzelnen äußeren Schubladen unterschiedliche kleinere Arrays reinlegen. Und das Ganze machen wir so, dass wir sagen, wir erzeugen jetzt ein Array hier mit 13 Reihen, weil das wissen wir ja, dass wir 13 Reihen in unserem Bus haben. Nur die Sitze pro Reihe, die lasse ich offen. Ja, also ich sage, keine Ahnung, es gibt unterschiedliche Anzahl von Sitze pro Reihe. So, jetzt gehe ich erstmal die Reihen 0 bis 11, also die ersten 12 Reihen gehe ich durch und lege jetzt in jede äußere Schublade ein Array mit 4 Einträgen. Also in jede äußere Schublade lege ich jetzt einen Schrank mit 4 Schubladen rein. Für die ersten 12 Reihen. Und dann kann ich in die Reihe 12, also in die letzte Reihe, ein Array der Länge 5, also in die letzte Schublade, lege ich jetzt einen Schubladenschrank mit der Größe 5 rein. Und damit habe ich jetzt ein mehrdimensionales Array geschaffen, das eben nicht in allen Zeilen die gleiche Arraygröße hat und somit ja, kann ich flexibel auf diese Situation zugehen. So, gehen wir nochmal auf die wichtigsten Eigenschaften von Arrays ein. Arrays fassen mehrere gleichartige Daten zusammen. Und wenn wir jetzt mit gleichartig gleicher Datentyp meinen, dann gilt es primär für kompilierte Programmiersprachen oder streng genommen für statisch typisierte Programmiersprachen. Bei Skriptsprachen, wie gesagt, ist das anders, aber ich sag mal so, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, immer gleichartige Daten in ein Array reinzupacken. Dann haben wir gesagt, wir können jetzt in Java Arrays von Objekten oder primitiven Datentypen organisieren. Dann der Index beginnt bei 0. Das heißt, es ist wichtig, weil die Länge damit sozusagen nicht als Array-Position fungieren darf, sondern die letzte Array-Position ist die Länge minus 1. Dann mehrdimensionale Arrays sind Arrays von Arrays. Allerdings gibt es jetzt da ein paar so Ausnahmen. Also in C-Sharp zum Beispiel kennt man Arrays, die auch als Matrixform agieren. Das heißt, das würde eckige Klammer auf, dann nullte Dimension, Doppelpunkt, dann erste Dimension, eckige Klammer zu. Damit habe ich keine Möglichkeit jetzt beispielsweise in den, um in dem Bild zu bleiben, in die verschiedenen Schubläden des äußeren Schrankes
unterschiedliche Größen des kleineren Schrankes reinzulegen. Ja, das ist dann wirklich, das ist dann tatsächlich ein Rechteck. Das heißt, wenn ich das mit meinem Bus machen würde, dann könnte ich in so einer Matrix nicht in der letzten Reihe 5 Sitze reinbauen und in allen anderen 4. Das würde da nicht gehen. Aber in sehr, sehr vielen Situationen ist es eben tatsächlich sinnvoll, dass sämtliche Größen identisch sind. Ja, also gibt es in Java nicht. In C-Sharp eben schon. Dann der Zugriff erfolgt über den Index, ja, also auch in diesen eckigen Klammern. Und in kompilierten Sprachen ist die Arraygröße in der Regel nicht mehr änderbar. Ja, also wenn ich mich einmal festgelegt habe, dann ist das fix. Und das ist oftmals ein Problem. Gehen wir mal davon aus, wir haben, was weiß ich, irgendwelche Files, die wir lesen, und wir wollen jede Filezeile in eine Array-Position packen, und wir wissen nicht, wie groß das File ist. Ja, wird schwierig. Und deswegen gibt es auch andere Arrays. Für Skriptsprachen ist es jetzt alles kein Ding, weil in Skriptsprachen können wir Arrays dynamisch ändern, aber in Java und auch in C-Sharp und so weiter geht das eben nicht. Das heißt, wir brauchen sogenannte dynamische Arrays. Und da habe ich jetzt einfach mal eine lustige Sammlung von irgendwelchen Wochentagen zusammengestellt. Und wir sehen schon, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das heißt, wir wollen das Ganze korrigieren. Und dazu müssten wir jetzt hier diesen Wert rausschmeißen. Und dann, ja, das heißt, wir wollen ein Element löschen. Und wir wollen jetzt auch was einfügen, weil wir sehen, der Mittwoch fehlt. So, also Element einfügen, das wäre auch noch ganz praktisch. Und wir sehen ganz am Schluss, das ist nicht Y, sondern Sonntag. Also wir wollen Elemente ändern. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendein Konstrukt, das uns von dieser komischen Liste die Werte auf diese sinnvolle Liste eben zuordnet. Das wäre jetzt unser Ziel. Und hier mache ich jetzt einfach mal einen Versuch, das selber zu bauen. Ja, also eine ja, naive Implementierung dieser Funktionen, Elemente einfügen, Elemente löschen, Elemente ändern, aber auch auslesen. Ja, also streng genommen haben wir hier diese CRUD-Funktionalitäten Create, Read, Update und Delete. Und das mache ich jetzt so, dass ich intern ein Array of Object habe, ja? Also innere Datenhaltung, so eine Art Cache, wo ich den ganzen Mist, den ich halt speichern möchte, reinschmeiß. Dann, was brauche ich noch? Ich brauche eine Variable, wo ich weiß, ja, so viele Elemente sind da drin. Das heißt, ich nutze jetzt ein Array, wo ich sage, ich mache das einfach ein bisschen größer und schmeiße jetzt nur in die ersten paar Positionen Daten rein und dann muss ich mir einfach merken, ja, bis zu welcher Position habe ich denn da Daten drin. So, das wäre Size. Delta wäre jetzt die initiale Größe des Speichers. Das habe ich deswegen Delta genannt, weil wenn ich es irgendwann mal ändern möchte, dann muss ich es in diesen Delta-Schritten tun. Das sehen wir auch gleich. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, ich habe einen Konstruktor von dieser Klasse MyList. So habe ich das einfach mal getauft und als Werte schmeiße ich jetzt einfach mal EndArray rein. Ja, also Übergabe der Daten. Also ein Objektarray von irgendwelchen Werten. So, und das kann ich jetzt nicht einfach in meine innere Liste reinpacken, weil ich weiß ja, ich habe ja gesagt, ich möchte ja ein bisschen Puffer reinbauen. Also erzeuge ich jetzt erstmal eine innere Liste. Das ist zugegebenermaßen relativ umständlich, aber ich möchte an dem Beispiel einfach zeigen, wie das dann tatsächlich in Java dann auch umgesetzt wurde. Also in der List ist gleich New Object von der Größe Delta. Das heißt, ich habe jetzt einfach ein inneres Objekt erzeugt und ich klappere jetzt mein Parameter-Array ab. Ja, das ist Input-Array mit einer For-Each-Schleife und ich habe jetzt hier eine Variable Value. Dort stehen jetzt alle Werte drin, die in meinem Input-Array drin waren. Und die möchte ich jetzt hier entsprechend in meine innere Liste hinzufügen. Und das mache ich mit einer neuen Methode, die nenne ich einfach add. So, hier gibt es jetzt drei Fälle.
Möglichkeit 1, die Länge meines Input Arrays ist genauso groß wie Delta, also 10. Ja, okay. Möglichkeit 2, mein Input Array ist kleiner als 10 und Möglichkeit 3 ist es größer als 10. Und alle diese Fälle müssen in irgendeiner Form abgehandelt werden. So, jetzt schauen wir uns mal diese Methode zum Hinzufügen an. Ich habe hier zwei Parameter. Einmal POS, also an welcher Position möchte ich ein Objekt hinzufügen. Und dann noch Value, also welchen Wert, also was möchte ich hinzufügen. Und als allererstes checken wir mal, ja, ist denn die aktuelle Größe genauso groß wie die innere Liste Length. Ja, also in der Size halte ich immer fest, wie viele Elemente habe ich denn schon hinzugefügt in meine Liste. Und wenn diese innere Liste Länge genauso groß ist wie Size, dann ist mein inneres Array voll. Dann kann ich keinen mehr hinzufügen. Also muss ich jetzt eine neue Liste, eine neue innere Liste erzeugen, die einfach größer ist. Das heißt, ich sage jetzt die Size plus Delta, und das ist der Grund, warum ich das Delta genannt habe. Also ich erhöhe einfach um 10. Also wenn vorher mein Array die Größe 10 hatte, dann packe ich nochmal 10 drauf und das ist 20. Wenn es beim nächsten Mal wieder platzt, dann gehen wir auf 30, auf 40 und so weiter. Gut, das heißt, ich habe jetzt sichergestellt, dass die neue Liste auf jeden Fall groß genug ist, um die alten Werte und den einen neuen Wert zu beinhalten oder zu tragen. Jetzt kopiere ich sämtliche Werte aus der inneren Liste in meine neue Liste hinein und tausche die einfach aus, damit die neue Liste jetzt in Zukunft die innere Liste ist. Ja, damit habe ich sozusagen ein neues Array erzeugt, das groß genug ist für alle Werte und schaufel dann alle alten aus dem alten Array die Werte in das neue rüber. Als nächstes schiebe ich alle Werte bis zu dieser Position, wo ich mein neues Objekt einfügen möchte, eine Position nach rechts. Ja, also ich mache sozusagen das letzte Element von meiner alten Liste, das kommt auf die Position plus 1 und so weiter. Ja, das Ganze habe ich jetzt allerdings als Abwärtsschleife gemacht. Das heißt, ich beginne mit der Größe und die Größe, Size, ist ja, wir erinnern uns, die erste Position, die sozusagen keinen Eintrag mehr hat wegen der 0. Also das heißt, die Array-Positionen gehen von 0 bis Size minus 1. Das heißt, Size ist der erste freie Platz in meinem neuen Array und damit kann ich sozusagen von rechts beginnend alle 1 rüberschieben. So, damit entsteht jetzt genau an der Position eine Lücke und in diese Lücke packe ich jetzt meinen neuen Wert rein. Dann erhöhe ich Size um 1, weil jetzt haben wir einen dazugefügt und damit habe ich jetzt sozusagen meine Add-Funktionalität realisiert. Als nächstes gibt es die Remove-Methode. Ja, also hier möchte ich einfach nur sagen, an welcher Position möchte ich was löschen. Und das geht jetzt relativ einfach. Ich klappere einfach die von der Position beginnend mein ganzes Array ab bis zu Size minus 1, also bis zum letzten tatsächlichen Wert und schiebe jetzt jeden eine Position nach links. Das heißt, ich überschreibe jetzt erstmal die Position mit dem Wert rechts davon, den wiederum mit dem Wert rechts davon und so weiter. Und damit bin ich an der Stelle, habe ich diesen Wert an der Position rausgeschmissen. Ich muss Size reduzieren und optional kann ich jetzt noch die letzte Position auf 0 setzen. Es wäre einfach nur Performance-Thematik, dass ich eben keine unnützen Daten im Speicher halte. Ist aber wirklich nur optional. Als nächstes brauche ich jetzt eine Funktionalität, die mir einen Wert setzt, also nicht add, weil add hat ja was dazwischen geschoben. Set ist einfach nur austauschen. Und es ist ganz einfach, ich gebe wieder die Position, den Wert und dann packe ich das drauf. Grundsätzlich gilt, hier sieht man es am deutlichsten, ich habe hier überhaupt kein Error Handling oder sowas drin. Das müsste man natürlich bei einer vernünftigen Implementierung tun. Aber
Hier geht es ja nur ums Prinzip. Ja. Das heißt, wenn die Position außerhalb der Indexposition vom Array wäre, dann wird es knallen. Aber ist jetzt an der Stelle erstmal zweitrangig. Dann brauche ich noch einen Getter für Size. Das habe ich jetzt nicht als GetSize, sondern nur als Size, Klammer auf, Klammer zugemacht. Sehen wir gleich bei der tatsächlichen Java-Implementierung, warum ich das so gemacht habe. Und dann brauchen wir natürlich das Read und das ist jetzt einfach ein Get an der Position und dann gibt er mir einfach diese Position zurück. Wichtig ist jetzt hier beim Get, dass der Datentyp natürlich vom inneren Datentyp und das ist Object ist. Das heißt, ich kann jede Klasse oder ein Objekt jeder Klasse dort reinpacken, weil Object ja auch hier kurze Referenz auf die Objektorientierungsvideos, jedes Objekt kann in eine Variable des Typs Object reingepackt werden, weil das Objekt ja die, ich habe es glaube ich damals gesagt, die Mutter aller Klassen ist. Ja. Heißt natürlich, wenn ich jetzt etwas rauslesen möchte und mit angenommen, ich schmeiße jetzt in meine ArrayList irgendwelche Strings rein, dann bekomme ich mit dem Getter erstmal ein Objekt vom Typ Object. Und wenn ich weiß, es ist ein String, dann muss ich einen Typecast machen. Gucken wir uns auch gleich an, wie wir das Ganze dann nutzen. Also, wie machen wir das? Ich habe jetzt hier ein Array, wo eben diese Coden-Wochentage drin stehen. Und jetzt erzeuge ich ein neues ja, Objekt von Typ MyList und dort packe ich jetzt als Parameter dieses Wochentage rein. Das heißt, intern werden jetzt die Werte übernommen. Jetzt kann ich den Sonntag austauschen, also dieses YY wird ausgetauscht in Sonntag. Dann wird die Position 3, das ist das XX, rausgeschmissen. An der Position 2 wird jetzt Mittwoch eingefügt, damit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag steht. Und hier lese ich den ganzen Kram dann aus, indem ich jetzt eine ganz normale eine Zählschleife habe. Und zwar bis zur Größe Size, weil wir haben jetzt hier im internen Array, diese Inner List hat ja die Größe 10, aber wir haben hier nur 7 Werte, also muss ich immer bis Size gehen und dann gebe ich das halt mit meinem Get aus. Und hier sehen wir jetzt, dass ich diese inneren Werte als Objekt zurückbekomme und ich muss ein Typecast zu String machen, weil intern ich ein allgemeines Array of Objects habe. Ja? Und ja, damit hätte ich jetzt eine ArrayList realisiert oder eine eigene Liste realisiert, die eben mir genau diese Funktionalität abbildet und ich kann die jetzt gleich so dynamisch nutzen, dass ich sie nicht nur für Strings nutze, sondern für alle anderen Klassen eben auch, weil intern die Datenhaltung über Array of Object realisiert wurde. So, und im nächsten Schritt gucken wir uns jetzt mal die ja, Out-of-the-Box Java-Lösung dafür an. Und das ist die ArrayList. Und ich habe jetzt hier alles mal rot markiert, was sich jetzt im Vergleich zu unserem alten Code geändert hat. Zum einen brauche ich hier zwei Klassen oder zwei ja, Imports aus Utility. Einmal die ArrayList. Das ist genau das, was wir nachgebaut haben. Warum heißt das Ding ArrayList? Weil es eine Liste ist und List steht immer oder im Regelfall für solche dynamischen Listen. Und intern ist es als Array realisiert. So wie wir das gemacht haben. Es gibt noch andere Lösungen für so dynamische Arrays in Java. Eins wäre eine Linked List. Das ist dann intern einfach mit einer verketteten Liste realisiert. Das ist dann nicht so performant, hat ein paar andere Vorteile, aber im Prinzip für den ersten Schritt gehen wir erstmal davon aus, dass wir mit der ArrayList immer sehr gut fahren. Das hat dann Gründe bei Thread Safety, aber es soll uns jetzt hier erstmal nicht stören. Arrays brauche ich dann für den Konstruktor über ein Array. Das sehen wir dann auch gleich. So, hier ist jetzt eine wichtige Geschichte, etwas Neues. Und zwar, die ArrayList ist als Generic umgesetzt. Das heißt, intern handelt meine ArrayList tatsächlich alle möglichen Klassen. Auch im Prinzip ist es, wenn man es so haben will, auch ein Array of Object intern. Und ich kann jetzt dem Konstruktor mitteilen oder der Variable streng genommen mitteilen, welche Datentypen ich verarbeiten möchte, nämlich String. Also ich möchte gerne eine ArrayList haben, in der Strings verarbeitet werden. Und da macht man jetzt hier diese ja,
kleiner, größer Zeichen und schreibt dort den Datentypen rein, der verarbeitet werden soll. Ja, und das Ganze nennt man Generics. So, das heißt, ich weiß jetzt oder der Rechner weiß, welche Datentypen wir verarbeiten wollen. Und jetzt können wir das Ding erzeugen und der Konstruktor von einer ArrayList kann nicht mit einem Array umgehen, sondern braucht eine sogenannte List. Und das ist einfach, ja, dass es halt genauso funktioniert wie unser Code. Und deswegen muss man Arrays.sList nutzen und deswegen baue ich oben auch diesen Import. Das heißt, dieses Arrays.sList wandelt mir jetzt mein Array Wochentage in eine Liste um. Diese Liste ist jetzt in Java ein ganz spezielles Konstrukt. Das ist zwar streng genommen eine dynamische Liste, die ich aber nicht ändern kann, soll uns jetzt hier erstmal nicht stören. Das ist jetzt einfach so vom Syntax her notwendig, es so zu tun. Wobei ich dazu sagen muss, im Regelfall nutzen wir ArrayList nicht, indem wir ein Array umwandeln in eine ArrayList, sondern eigentlich mit einem leeren Array anfangen und dann peu à peu es aufbauen. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nur der Demonstration hier dienen. So. Und jetzt gibt es hier noch eine kleine Änderung, und zwar dieser Typecast, der ist nicht mehr notwendig. Wir haben ja bei unserer alten Implementierung mit unserem selbst gestrickten MyList-Objekt hier noch den Typecast benötigt, weil bei Get ja ein Objekt zurückgekommen ist. Und das mussten wir eben in den String-Datentyp umwandeln. Und das ist deswegen nicht notwendig, weil wir eben bei der ArrayList über diese Generics festlegen können, was denn intern tatsächlich verarbeitet werden soll. Und dementsprechend gibt mir mein Get an der Position i von meiner ArrayList Wochentage dynamisch tatsächlich ein String zurück. Und das ist natürlich sehr viel praktischer, wie irgendwie ständig so ein Typecast zu machen. So, und wenn ich es laufen lasse, kommt exakt das gleiche raus wie unten. Müssen wir jetzt nicht nochmal explizit nochmal laufen lassen. Das glaubt ihr mir einfach. So, was gibt es für Eigenschaften von der ArrayList? Zum einen, ich kann sie dynamisch verändern. Und das ist deswegen ja wichtig. Klar, deswegen nutzen wir ArrayList tatsächlich. Wir müssen uns noch eine Sache vor Augen führen. Wir haben jetzt bei einer ArrayList keine Garantie mehr, wenn ich jetzt in, bleiben wir mal bei dem Bild Schubladenschrank, wenn ich in die Schublade 0 etwas reinlege, dass morgen in der Schublade 0 das gleiche noch drin ist. Es könnte sein, dass irgendjemand was davor geschoben hat. Also es ist alles komplett dynamisch und deswegen ja einfach nur ein kleiner, ja, Hinweis von meiner Seite, dass man eben sich nicht mehr hundertprozentig auf die Position verlassen kann, weil sie sich ja dynamisch verändert. So ist es ja vom Prinzip her gedacht. Dann, wir können in ArrayList nur Objekte aufnehmen, also keine primitiven Datentypen. Das ist aber kein großes Problem. Wir können ganze Zahlen, also als Beispiel, auch verwenden, indem wir einfach Integer-Objekte nehmen. Und die laufen in Java genauso oder funktionieren genauso wie die primitiven Datentypen, nur es sind halt ja, Objekte in diesen sogenannten Wrapper-Klassen, also Integer oder Double für Gleitkommazahlen etc. Das funktioniert dann genauso, es sind halt dann Objekte. Dann die Klasse der Objekte in diesen spitzen Klammern. Und wenn ich jetzt eine leere ArrayList erzeuge, dann sage ich einfach New ArrayList, eckige Klammer auf eckige, oder spitze Klammer auf und zu. Und dann in den runden Klammern muss ich streng genommen nichts reinpacken. Dann ist die initiale Größe dieses internen Arrays, ich glaube, bei 10 bei Standard Java Implementierung. Ja. Genau, also noch ein kurzer Hinweis, weil ich es gerade sehe, bei diesen New ArrayList, in diesen spitzen Klammern, muss ich den Datentyp nicht reinpacken. Ich kann ihn reinpacken. Ich muss ihn allerdings vorne beim Datentyp der Variable reinpacken, so wie wir es eben im Code vorhin gesehen haben. Wenn ich die initiale Größe festlegen möchte, dann muss ich hier in den runden Klammern die initiale Größe mit ja, irgendeinem Wert belegen. Das mache ich im Regelfall dann, wenn ich von vornherein schon weiß, wie viele Daten vermutlich so kommen werden. Also was weiß ich lese ein File ein und ich weiß, ja, dieses File hat immer so um die 1000 Werte. Dann kann ich gleich sagen, okay, initSize ist 1000. Dann muss nämlich dieser Umkopiervorgang intern nicht immer ablaufen, wenn ich mein Array fülle. Ja, also wenn ich jetzt die Größe 10 initial habe und ich laufe jetzt beim Füllen des Arrays über die Zahl 10 raus, dann muss ja intern dieser Umkopiervorgang durchgeführt werden und das kostet schlichtweg Performance. Und dementsprechend, wenn ich es schon weiß, dann
würde ich hier meinen Konstruktor eben mit dieser InnetSize belegen. Das letzte, was wir bei den dynamischen Arrays jetzt noch brauchen, sind die sogenannten assoziativen Arrays. Und zwar habe ich hier die Identifikation meiner Elemente nicht über einen Index, wie bei der ArrayList oder den normalen Arrays, sondern mit einem eindeutigen Schlüssel, einem Key. Und das heißt, die Values, die Werte, identifiziere ich jetzt über einen Key. Wir machen das jetzt hier so. Ich habe hier jetzt einfach einen Konstruktor, wieder mit einer initialen Größe. Das ist wieder mein Delta, genauso wie beim anderen auch. Ich übergebe jetzt hier kein Array. Macht keinen Sinn, weil Array ist ja indexpositioniert oder die Positionen werden über einen Index definiert. Und wenn ich keine Keys habe, kann ich es nicht zuordnen. Also deswegen mache ich es jetzt einfach so. Ich habe einen Konstruktor mit einer initialen Größe und ich erzeuge jetzt die internen Konstrukte in der Keys über ein String Array und die Values über ein Object Array. Hier nochmal ein Hinweis, das ist einfach eine primitive Umsetzung von dem, was dann tatsächlich in Java läuft. Wenn das Java so machen würde, dann wäre dieses assoziative Array sehr, sehr langsam im Zugriff. Aber wie gesagt, es geht nur ums Prinzip. So. Wir gucken uns jetzt den Put an. Put ist dafür da, dass wir Werte in unser assoziatives Array hineinpacken. Und dazu muss ich natürlich immer den Key angeben. Ja? Also ich übergebe einen Key und einen Wert und sage jetzt, ich möchte gerne diesen Wert unter diesem Schlüssel jetzt ablegen. Ja? Und dazu gucke ich jetzt erstmal, gibt es vielleicht den Key schon? Ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, die Keys sind die Namen von irgendwelchen Schülern und ich habe jetzt einen neuen Wert, keine Ahnung, irgendwie eine Schulnote, dann gucke ich, ist dieser Schülername schon in dieser Liste drin? Wenn ja, dann will wahrscheinlich der Lehrer die Note ändern, weil er sich beim Korrigieren vertan hat, was auch immer, gibt eine bessere Note, also wird sie ausgetauscht, ja, also überschreiben, wenn der Key schon da ist. Wenn nicht, dann muss ich jetzt erstmal diesen Wert hineinpacken und zwar an irgendeiner Position. Welche ist wurscht, weil wir haben ja keine Indexpositionen für unser Array, unser assoziatives Array, sondern Keys. Das heißt, ich kann es einfach hinten dran hängen. Aber die Erweiterung, wenn ich eben über die Kapazität meiner inneren Liste hinausgehe, mache ich genauso wie bei der ArrayList auch. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht groß drauf eingehen. Lediglich, dass ich hier nicht ein Array, ein inneres Array habe, sondern zwei, eins für die Keys, eins für die Values. Dann mache ich jetzt eine kleine Hilfsmethode. Ich hole mir einfach die Position von dem Key. Das brauche ich deswegen. Dann kann ich eben die Funktionalität der ArrayList 1:1 übernehmen oder MyList habe ich das ja damals getauft. Das heißt, wenn ich die Position von dem Key habe, dann kann ich ganz normal agieren. So. Remove. Ich gebe einfach den Key. Guck, wo ist denn dieser Key? Wenn ich ihn nicht gefunden habe, minus 1, gehe ich einfach zurück und ansonsten lösche ich es raus, wie bei MyList auch, bei dem dynamischen Array. Bei get mache ich im Prinzip das gleiche. Wenn ich jetzt hier die Position finde, dann gebe ich den Wert raus an der Position. Wenn ich die Position nicht finde, gebe ich einfach null raus. Das ist eigentlich alles. Das heißt für die Nutzung, ich erzeuge diese Tabelle, dieses assoziative Array, das nenne ich jetzt Runtime, also angenommen, ich habe jetzt für irgendeine Sportveranstaltung irgendwie die Laufzeiten für, keine Ahnung, 100 Meter gemessen, dann sage ich, der Klaus hat 5,124 Sekunden gebraucht. Das heißt, ich gebe unter dem Schlüssel Klaus eine Information über den Wert 5,124. Und jetzt muss ich hier natürlich an der Stelle die Daten wieder rausholen mit get mit dem Key und jetzt muss ich auch wieder meinen Typecast machen, weil ich auch hier wieder intern einfach ein Array of Object habe. Das heißt, ich muss meinen Typecast in Double machen und dann kann ich das entsprechend ausführen. Das heißt, ich lasse es jetzt laufen und dann sehe ich hier, ja, Klaus hat 5,124 und das ist genau der Wert, den ich in meinem assoziativen Array hinterlegt habe.
Die Fix- und Fertiglösung von Java wäre die Hashtable. Da gibt es auch noch ein paar andere, aber bleiben wir bei der Hashtable, die wird relativ häufig genutzt. Die muss ich auch über die Util-Bibliothek importieren. Und hier habe ich auch wieder diese Generic-Umsetzung. Das heißt, ich muss erstmal angeben, welcher Datentyp soll denn mein Key sein, welcher Datentyp soll denn mein Value sein. In dem Fall habe ich Key ja die Namen, also String. Values waren Gleitkomma oder Gleitpunktzahlen, also dementsprechend Double. Dann gebe ich hier auch die initiale Größe an. Das ist optional bei der Hashtable, wenn ich das leer lasse, dann. Ich glaube, auch hier ist die Größe 10 als Standardwert. Und hier gilt auch das Gleiche. Wenn ich weiß, ich habe 100 Werte, die da reinkommen, mache ich hier die 100 rein, damit die interne Verarbeitung schneller geht beim Eintragen der einzelnen Werte. Und ja, das alles andere ist genau das Gleiche wie vorher auch. Lediglich unten brauche ich wiederum mein Typecast nicht mehr. Bei meiner eigenen Umsetzung hatte ich ja unten die Notwendigkeit, bei dem Get einen Typecast in Richtung Double zu machen. Das fällt hier weg, weil ich eben hier wieder mit über die Generics festgelegt habe, was für ein Datentyp eben mein Rückgabewert vom Get hat. Da gehen wir zum Schluss fix nochmal über die Eigenschaften der Hashtable. Hashtables ordnen jedem Key einen Wert zu, also Key-Value-Pairs. Sie können auch nur Objekte verarbeiten, also auch hier wie bei der ArrayList. Gut, das Ganze läuft über Generics und hier kann ich jetzt eben auch einfache Datentypen oder primitive Datentypen abbilden, indem ich über die Wrapper-Klassen gehe, so wie wir es eben gesehen haben. Dann müssen die Keys hashable sein, weil eben die intern eben als ein Hash-Wert abgelegt werden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Daten werden intern bei einer echten Hashtable als Baumstruktur abgelegt. Also nicht so in einer linearen Liste wie bei uns in unserer primitiven Umsetzung, sondern eben als Baumstruktur. Und die Zugriffe, die gehen wirklich rasend schnell. Das heißt, das ist sehr, sehr zugriffsoptimiert und da müssen wir uns keine Gedanken über Performance machen. Dann, was wichtig ist, dadurch, dass wir eine Baumstruktur haben, die zugriffsoptimiert ist, geht die Einfügereihenfolge verloren. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit bei einer Hashtable in irgendeiner Form festzustellen, welcher Wert wurde vor oder nach welchem anderen Wert eingefügt. Das ist weg, diese Information, eben wegen der Zugriffsoptimierung. So, das war wieder ein bisschen längeres Video, aber ja, ich halte es durchaus für sinnvoll, das in dem Zusammenhang zusammenzubringen. Ich werde als nächstes Video vermutlich über das Thema Referenzvariablen und primitive Datentypen sprechen, also Zugriffsverhalten, Aufrufverhalten von Unterprogrammen, weil das in dem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist. Hier haben wir es ja schon mal ganz kurz angesprochen. Und ja, insofern wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.